Hej, Adam Verwirrte Svensklern. Hallo, hier ist der Verwirrte Schwedischlern. So, wir sind weiter bei dem Buchlein. Ich werde jetzt ein Substantiv erklären. Substantiv, das ist das Sachwörter. Sachwort für heute ist Bild. Das bedeutet auf Deutsch Bild. Okay. Vier Formen. Singular. Unbestimmt, Singular bestimmt, Plural unbestimmt und Plural bestimmt. Also bestimmt bedeutet, es gibt ein Artikel. Unbestimmt ist, das ist ein Bild, das ist unbestimmt. Unbestimmt Plural, also unbestimmt Singular, das ist ein Bild. Ein Bild. Unbestimmt Plural ist, wenn das mehr, also 2 Bilder oder 120 Bilder und so weiter. Okay. Wo Wegen hänge ein Bild. An der Wand hängt ein Bild. Vor Wegen hänge ein Bild. Man kann es natürlich ohne diese übertriebene Weise auch sagen, man hat vor Wegen hänge ein Bild. Aber okay. Das war unbestimmt Singular. Hier kommt bestimmt Singular. Bilden vorstelle ein Sjö in Sverige. Das Bild stellt eine See in Schweden dar. Bilden vorstelle ein Sjö in Sverige. Und jetzt kommt unbestimmt Plural. Bilder är viktiga för att man ska må bra. Bilder sind wichtig, um sich wohl zu fühlen. Bilder är viktiga för att man ska må bra. Jetzt kommt der bestimmte Form Plural. Bilderna behöver inte vara dyra. Bilder müssen nicht teuer sein. Bilderna behöver inte vara dyra. Also die Bilder müssen nicht teuer sein. Bilderna behöver inte vara dyra. Die Bilder müssen nicht teuer sein. Okay. Bilderna måste inte vara dyra. Okej, okay, joho. Wenn jemand irgendwelche Fragen haben, dann bitte geht hier in die YouTuber und stellt eine Frage oder stellt eine Frage über Facebook oder schickt mir ein Mail oder irgendwas. Ich antworte immer. Hoppas ni har det bra. Hoppas vi ses snart igen. Hej så länge.